Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Monkey Island 3. Uff, pelzig! Wir machen jetzt einmal die rechtliche Dialoge hier und dann schauen wir mal, was sonst noch passiert. Bitte töte mich nicht! Warum nicht? Wenn du mich tötest... Nimmst du den Kindern auf der ganzen Welt die Hoffnung, bekommst du wirklich großen Ärger? Wird es keine weiteren Monkey Island Folgen geben? Wirst du unseren Ruf als Entwickler familienorientierter Spiele zerstören, ruinieren? Nimmst du den Kindern auf der ganzen Welt die Hoffnung? Für Millionen bin ich ein Held. Das macht nichts. Alles, was zählt, ist, dass Elaine und ich zusammen sind. Und du ein für alle Mal von der Bildfläche verschwindest. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, bekommst du wirklich großen Ärger. Ich bin einer der lebenden Toten. Ich bin nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Feuer und Schwefel. Wie könnte ich noch größeren Ärger bekommen? Nun ja. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, wird es keine weiteren Monkey Island Folgen geben. Keine Fortsetzung, keine weitere Arbeit für dich. Du wirst ein weiterer Niemand sein, an den sich keiner mehr erinnern kann. Das kann hier nicht passieren. Ich bin LeJack. Kennst du den Namen Bobbin Threadbear? Nein. Eben. Bobbin Threadbear ist übrigens auch von einem LucasArts-Spiel, von dem mir gerade nicht in Loom, genau. Das war das, wofür der Typ in The Secret of Monkey Island auch Werbung gemacht hat. Loom ist auch ein relativ altes Spiel, ich glaube von 1991 so um den Dreh. Das kam dann noch The Secret of Monkey Island im Prinzip raus. The Secret of Monkey Island ist von 1990 und da haben sie schon Werbung für ihr nächstes LucasArts Game Loom gemacht, was dann 1991, glaube ich, erschienen ist. Ist an sich auch sehr schön gemacht und Bobbin Threadbear ist halt die Hauptperson aus Loom, weswegen sie sich da wieder etwas lustig gemacht haben, sehr zur Traurigkeit von LeChuck, wenn man sich hier so sein Gesicht da guckt. Ach Gott. Aber ich würde mal sagen, LeChuck ist nach wie vor auch noch berühmt, weil es ist halt einfach LeChuck, verdammt nochmal. Bitte, bitte, töte mich nicht. Warum nicht? Wenn du mich tötest, wirst du unseren Ruf als Entwickler familienorientierter Spiele ruinieren. Wir werden von allen Elternverbänden verachtet werden. Womit wirst du mir als nächstes drohen? Mit irgendeinem lächerlichen Untersuchungsausschuss des Bundestages, der die Gewalt in den Medien untersucht? Jetzt zittere ich aber am ganzen Körper. Sehr gut. Elaine wird dich niemals heiraten, sie liebt mich. Tut sie nicht, sie liebt mich. Nö, sie liebt mich. Tut sie nicht. Wie dem auch sei, Elaine liebt wirklich mich. Tut sie nicht. Sie liebt mich. Tut sie nicht. Tut sie wohl. Unendlich. Wohl. Verflucht seist du mit deiner teuflischen Rumdiskutiererei. Aber es gibt doch noch so viele schreckliche Dinge, von denen ich dir erzählen will. Ich höre dir nicht mehr zu. Siehst du, ich ignoriere dich. Hör besser zu. Ja. La 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 la, ich höre dich nicht. La 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 la. Also gut, Threepwood. Wenn du dich schon wie ein Kind benimmst, helfe ich dir dabei, dich richtig in Stimmung zu bringen. Ich glaube, du verdienst eine Auszeit, junger Mann. Ich bereue nichts. Okay, jetzt ist irgendwas passiert. Irgendein hässlicher Voodoo-Fluch haben wir wieder von LeChuck abgekriegt. Derzeit haben wir nur Tür. Es ist die solide 15 cm dicke Stahltür, die diesen heimtückischen Käfig verschließt. Nein. Natürlich nicht. Aha, nicht abgeschlossen. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges Detail. Das wird dein Untergang sein. Okay, jetzt sind wir ein Kind. Er hat Elaine mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Was ist mit mir passiert? Kopf vernebelt. Kann nicht denken. Gehirn verschwommen. Muss mich konzentrieren. Und Elaine retten. Ich muss Elaine retten.
Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich mich nur konzentrieren könnte. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Woo, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Oh, es ist zum Schreien. So, da ist natürlich mal wieder Mary. Aber wir gucken uns jetzt mal die Schilder an. Da steht Achterbahn. Stapel Meringe-Gebäck. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Da ist noch ein Schild. Da steht gefrorener Yeti. Nee. Da steht Kuriositätenkabinett. Da steht Trixie, das Mädchen mit dem Giraffenhals. Puh. Es ist Murray. Hi, Murray. Hi, Murray. Hey, du bist's. Bist du schon tot? Du siehst so anders aus. Tot nicht, Murray. Nur verflucht. Verflucht? Das ist perfekt. Ich bin auch verflucht. Lass uns unsere verfluchten Kräfte vereinen und zusammen können wir die Welt beherrschen. Ja, darüber sprechen wir später noch einmal. Ich mag den Kerl, aber das wird langsam lächerlich. Ich mag den Kerl, aber das wird langsam lächerlich. Dieser Anker sieht gut, schwer und nützlich aus. Und wieder Schmuckelhäschen. Allerliebst. Ne. Kutterköter haben wir doch noch. Was ist hier noch? Stapel Meringe-Gebäck. Es ist ein riesiger Stapel Meringe-Gebäck. Es ist die Kanone, mit der sie Kuchen auf den Clown schießen. Hafenratte-Trademark. Niedlich. Eine grotesk riesige, stinkende Ratte. Tor? Tor. Ich kann nicht dahin zurückgehen. Ich habe Todesangst vor Pantomimen. Monty Mering. Trademark. Ich muss mich fragen, ob er wirklich mit dieser Art Arbeit zufrieden ist. Nein. Er ist ein Pantomime. Er spricht nicht. Okay. Habe ich jetzt eine Kanone oder Ratte? Mach, dass du von der Kanone wegkommst, Kleiner! Sie ist gefährlich! Okay, da retten wir uns mit der Hafenratte. Ja, Kind, was gibt es? Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Das ist ein riesiger Rattenanzug, du kleine Rotznase. Was hast du erwartet? Rosenduft? Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Okay, okay, der Anzug stinkt. Wir haben es gehört. Alle mal herkommen, um den Rattenmann zur Schnecke zu machen. Was treibt ihr Burschen hier? Das ist Niete den Kerl um. Der größte Spaß auf dem Rummelplatz. Triff den lustigen Clown und gewinne einen fantastischen Preis. Schau den Torten dabei zu, wie sie mit Lichtgeschwindigkeit und lautem Getöse aus der Kanone herausschießen. Und geh mit deinen Gewinnen nach Hause, wenn du gut gezielt hast. Lach zusammen mit deinen fröhlichen Gastgebern, dem Rattenmann und seinem Kumpel Monty Mering. Welcher Geschmack? Was? Welchen Geschmack haben die Torten heute? Ich weiß nicht. Ich glaube Limone. Was ist denn das überhaupt für eine dumme Frage? Ich will mit der Kanone schießen. Ich will mit der Kanone schießen. Entschuldigung, kleiner Junge. Du bist zu jung. Niete den Kerl um, ist nur für ältere Kinder. Das ist Diskriminierung. Woher weiß ich, dass sie wirklich funktioniert, wenn ich nicht sehe, wie sie losgeht? Okay, Kind. Du möchtest sehen, wie die Kanone feuert. Los geht's. Okay. Was in aller Welt ist Meringue? Ich weiß nicht, Kind. Geschlagenes Eiweiß, glaube ich. Wie ist der Kutterköter denn so privat? Was willst du von mir? Ich bin nur eine riesige Ratte. Mir ist es nicht erlaubt, mich ihrer Majestät, dem großartigen und mächtigen Kutterköter, zu nähern. Oh Mann. Kannst du mich dem Kutterköter vorstellen? Nein, geht nicht. Jetzt hau ab. Kutterköter ist wirklich cool, hä? Oh ja, er ist ein echter Heiliger. Er ist ja viel talentierter als jeder gewöhnliche Rattenmann. Gib einem Burschen ein großes Hundekostüm und er verwandelt sich in eine Primadonna. Du weißt, was ich Gott. Meine. Ich wette, der Kutterköter bekommt viel Geld bezahlt, richtig? Und was wäre, wenn? Es setzt kein besonderes Talent voraus, einen großen Welpen zur Attraktion zu machen. Nun, Kinder dazu zu kriegen, sich bei einer Riesenratte herumzutreiben. Das ist Kunst. Ich wette, sein Anzug stinkt nicht einmal. Weißt du, du fängst wirklich an, mir auf den Wecker zu fallen. Ich wette, der Kutterköter könnte dich verdreschen. Könnte er nicht.
Ich wette doch. Ich sag dir was, Kleiner. Warum gehst du nicht hin und schlägst ihn, kommst danach zurück und erzählst mir, was passiert ist, hä? Okay. Schon gut. So, das müssen wir ein bisschen manipulieren, damit wir doch noch hier kommen, damit wir noch eine Zutat kriegen. Ich glaube, das können wir jetzt schon machen. Weil allzu viel haben wir ja tatsächlich nämlich in unserem Inventar. Ich habe eine Kuchenform voller Rasiercreme. Genau, haben wir die Kura Attrappa. Da müssen wir noch was reinlegen dafür. So, Waage. Gute altmodische, robuste Jahrmarktswaage. Nein. Das ist kein Spielzeug, Kleiner. Okay, Kutterköter. Bäh. So aus der Nähe sieht er viel weniger niedlich und dafür viel riesiger und schrecklicher aus. Aber wir erinnern uns übrigens an das Katermittel. Das war Pfeffer, Ei und Haare vom Hund, der mich gebissen hat. Das müssen wir jetzt auch wieder herstellen. Von daher... Es ist ein liebenswertes Firmensymbol. So, sprechen wir mal mit dem. Bist du der echte Kutterköter? Darauf kannst du wetten. Und ich bin hier, damit du Spaß hast. Wie ist dein Name, kleiner Junge? Okay, zunächst einmal bin ich kein kleiner Junge. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Mir zittern die Knochen. Das ist ja allerhand. Behandle mich nicht so herablassend. Nun, es hört sich an, als wärst du ein Mann großer Taten. Du bist ein sehr gescheiter kleiner Mann. Das ist klasse. Lache, solange du noch kannst. Bald werde ich LeChuck vernichten und eure ganze Welt wird in Trümmern liegen. Darauf kannst du wetten. Und jetzt geh spielen, mein Sohn. Ja, wird anscheinend hier sehr ernst genommen. Wie kann ich einen dieser fabelhaften Preise gewinnen? Nun, das ist einfach. Kumpel, wenn ich dein Gewicht oder Alter nicht errate, kannst du dir aussuchen, was du willst. Wo ist der Haken daran? Es gibt keinen Haken. Es ist ganz einfach. Dann rate mal, wie schwer ich bin. Na schön. Lass dich vom Kutterköter anschauen, kleiner Kerl. Lass mich mal sehen. Ich schätze, ein dürrer kleiner Pirat wie du wiegt etwa 49 Kilo? Ha, selten so gelacht. Ich sehe nur wie ein kleiner Junge aus. In Wahrheit bin ich ein mächtiger Pirat, der... 49 Kilo wiegt. Das ist wirklich peinlich. Ernähre ich mich falsch? Ich gehe doch trainieren. Okay, aber mein Alter kriegt da definitiv nicht raus. Ich wette, du errätst nicht, wie alt ich bin. Wetten, dass ich es kann? Ein furchterregender kleiner Seeräuber wie du müsste 7 Jahre alt sein? Ha! Falsch. Ich bin zufällig 20. Und hast du einen Beweis für deinen Kumpel, den Kutterköter? Nennst du mich einen Lügner? Und ob ich das tue? Hier ist mein Beweis. Scum Schauspielergilde. Mitgliedskarte. Guybrush Threepwood. Alter 20. Ich nehme an, dass das stimmt. Such dir deinen Preis aus. Okay. Probieren wir es mal. Ich will diesen sprechenden Schädel. Mit meiner ungehinderten dämonischen Macht werden wir die Welt beherrschen. Du hast recht, Murray. Wenn ich all diese Macht hätte, wäre die Versuchung des Bösen einfach zu groß. Ich nehme den Anker. Nimm ihn mit, Sohn. Herzlichen Glückwunsch. Genieße deinen Aufenthalt hier auf Big Woo. Jetzt ist er etwas stinkig, weil ich ihn mitgenommen habe. Ich bin der Preis, den du wirklich willst. Es ist Murray. Befreie mich, Bruder. Und gemeinsam werden wir eine Schreckensherrschaft über das Land führen. Ich mag den Kerl, aber das wird langsam lächerlich. Okay. Komm, nimm mich. Okay. Du weißt, dass ich das Beste spiele. Was? Du hast dir den Anker ausgesucht? Es ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Tut mir leid. Jetzt ist er stinkig. Ich kann nicht glauben, dass du den blöden Anker anstelle von mir genommen hast. Nun ist es eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Wofür soll denn eigentlich ein doofer Haken aus Eisen gut sein?
Es ist noch nicht mal ein echter Anker. Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja, danke, Junge. Schieß schon, schieß schon. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdrück dich, du halbe Portion. Denk mal nach. Ich bezahl dein Gehalt. Willst du, dass ich LeChuck erzähle, dass du hier unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Hast du was gehört? Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner. So, der Pantomime ist ja gleich weggezerrt worden. Ich bin ein echter sprechender Schädel. So, dann können wir jetzt auch da hinhiki und nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Na, ach Gott. Können wir jetzt unser Ei als Portion holen? Den blöden Anker. Dann haben wir die Zutat schon mal. Du hättest sowieso ein... Juhu, stinkender Rattenkerl. Ey, raus da, du Mistkerl. Na, was willst du denn dagegen machen, du verlauster Sack? Das wird dir eine Lehre sein. So, da haben wir unser Ei als Zutat für unser Rezept. Hier, Meringebäck. Ich werde auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht, Furcht und Pest über Leute wie dich zu bringen. Ach Gott. Raus hier, bevor ich die dämonischen Legionen des Hades rufe und sie auf dich hetze wie ein Schwarm böser Heuschrecken. Es ist ein Haufen Merengstückchen von dem Gebäck. Wenn dir dein Leben lieb ist, Sterblicher, fliehe vor Murray, der Geißel der Lebenden und Überschädel der Unterwelt. Murray? Mit dir spreche ich nicht mehr. Wie konntest du nur diesen Anker deinem besten Freund vorziehen? An deinem besten Freund. Okay, so. Moment. Weiter so. So, drücken wir mal auf Rate vom Rattemann. Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Komm schon, hör auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Hör besser auf damit. Niemals. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Alles klar, das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Ach Gott. Au, er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. So, jetzt haben wir die Haare vom Hund, der mich gebissen hat. Es sieht verdammt nach echtem Hundehaar aus. Okay, sprechen wir nochmal mit ihm. Ich will mit deinem Vorgesetzten sprechen. Oh nein, lass das lieber, kleiner Junge. Allein der Anblick unseres Geschäftsführers hat Kinder, die älter waren als du, in Tränen ausbrechen Ach, lassen. Gott. Ich will jetzt mit jemandem Verantwortlichen sprechen. Das geht nicht, Söhnchen. Ich muss auf die Achterbahn. Da möchte ich drauf wetten. Das macht Spaß. Aber die Achterbahn ist nur für große Kinder. Ist mir egal, ob es unsicher ist. Ich muss mitfahren. Jetzt. Oh, nein, 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 Sohn. Es ist nicht, dass es für kleine Kinder nicht sicher genug wäre. Es ist nur, dass du viel, viel älter sein musst, um den schieren, hirntötenden Terror der Bahn schätzen zu können. Warte einfach ein paar Jahre und du wirst reif genug dafür sein. Du wirst dann auch Unmengen Süßigkeiten kaufen und essen können, wann und wo du willst. Genau wie die Erwachsenen. Okay. Weiter so. Dann gehen wir noch zum Letzten hier. Das ist sowieso der Allerbeste. Das ist ein richtig abgeranzter Typ. Pfeffermühle, das brauchen wir noch. Es ist eine große Pfeffermühle. Alter, ist der verranzte Typ, wie schon die Micke um den rumschwirren, überall die Körper hoch. So, so leicht geht es. Aber wir brauchen noch etwas, womit wir es auftragen können. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so... einmalig. Dass die meisten vollkommen ungenießbar sind.
Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett. Welche mit Matt? Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim, Hörnchen mit Schleim, Hörnchen zum Lecken, Hörnchen, die schmecken, Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß, Hörnchen mit Mais, Bierhörnchen, Tierhörnchen, Vierhörnchen. Und zu Weihnachten, ho, 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 frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Oh Mann, ich hab mich so zusammenreißen müssen. Es ist so gut, das ist so genial. Ich hab mal echt auf die Lippe beißen müssen vor lauter Lachen, weil das so abartig witzig ist. Vor allem, wie der Typ auch so richtig verranzt ist und die ganze Zeit umringen muss. Das ist nicht. Schier kotzt vor lauter Gut. Alter, das ist so eklig. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. So. Tschüss dann. Wow. Igitt. Richtig, aber nur Igitt. Haarig. Diese Meringue sieht lecker aus. Gepfefferte Güte. Ekelhaftes Schneehörnchen. Es ist ein ekelhaftes Schneehörnchen mit synthetische Haare von einem Hund, der mich gebissen hat, lockeres, geschlagenes Eiweiß und frisch gemahlenem Pfeffer. Okay, da will ich aber sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir dann den Fluch wieder aufheben und uns LeChuck Stelle werden. Wahrscheinlich wird die Episode nicht allzu lang, aber ich möchte es auf jeden Fall als Eigen die machen und nicht hier nochmal 10 Minuten dranhängen. Also wenn, dann möchte ich das richtig machen und mir auch nach wie vor die Zeit vor der Abspannen lassen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zum großen Finale von Monkey Island 3 auf Pelzig. Euer Yankee.